Sonntag, 9 Uhr morgens in Anfield, Liverpool. Wir treffen den 8-jährigen Arad Hussini. Hallo, willkommen in Liverpool und hier in meinem Zuhause. Sofort fällt auf, der Kleine hat eiserne Disziplin. Wenn meine Bauchmuskeln nicht gut aussehen, muss ich mehr trainieren. Der gebürtige Nordiraner hat es dank seiner unzähligen Trainings- und Akrobatikvideos zu einer weltweiten Internetsensation geschafft. Jeder seiner Clips generiert millionenfache Views und Klicks. Fast 6 Millionen Menschen folgen ihm auf Instagram. Er wird als eines der größten Fußball-Nachwuchstalente gefeiert, bekommt sogar Zuspruch vom gerade erneut zum besten Fußballer der Welt gekürten Lionel Messi. Fantastisch, Arad. Ich sehe so viel fußballerische Klasse und Talent. Eindrucksvoll. Selbst Hollywood-Stars wie Will Smith oder Nummer 1 Tennis-Ass Novak Djokovic sind begeistert. Du bist eine Inspiration für mich und meinen Sohn Stefan, Arad. Du bist der stärkste Junge, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Mit 5 Jahren verlässt Arad seine Heimatstadt Babol und unterzeichnet einen Vertrag bei Jürgen Klopps Verein FC Liverpool mit nur einem großen Ziel vor Augen. Ich werde alles dafür tun, der beste Fußballspieler der Welt zu werden. Arad tut hier alles für seinen großen Traum. Während er in seiner Heimat auf engstem Raum mit seiner 4-köpfigen Familie lebte, hat er hier sogar sein eigenes 25 Quadratmeter großes Trainingszimmer. Die tägliche Morgenroutine des 8-Jährigen, der Sixpack-Form-Check. Ich überprüfe es immer, jeden Morgen. Jeden Morgen? Ja, sieht ein bisschen aus wie bei Ronaldo, oder? Bis zu 5 Stunden trainiert er täglich. Neben dieser Routine achtet er ebenso penibel auf seine Ernährung. Ich esse niemals Schokolade. Das ist einfach nicht gesund. Aber du hast Schokolade mal probiert. Ja, ein bisschen. Als ich noch ein kleines Kind war, manchmal. Ich mag's ja. Aber ich kann es nicht essen. Diesen strengen Ernährungs- und Trainingsplan unterstützt vor allem er, Mohammed Hussini, sein 42-jähriger Vater, der seinen Job als Taxifahrer im Iran aufgibt, um mit Arad in der Hoffnung auf ein besseres Leben vor 3 Jahren nach Großbritannien zieht, ohne ein Wort Englisch zu sprechen. Er trimmt seinen Sohn seit dem Säuglingsalter auf Erfolg. Ich habe begonnen, ihn zu trainieren, als er noch ein Baby war. Wie alt war er da? Einen Tag. One day. Was? Wie trainiert man bitte ein eintägiges Baby? Er hat mich einfach massiert und das war ein wichtiges Warm-up fürs spätere Training. Mit nur 6 Monaten lernt Arad laufen. Hier steht er seinen ersten Backflip mit gerade mal 8 Monaten. Mit 18 Monaten klettert er die Wände hoch, schafft bis zu 20 Klimmzüge am Stück oder schlägt seinen Vater regelmäßig bei einarmigen Push-Up-Challenges. Durch Instagram und die Veröffentlichung eines Artikels in einer britischen Zeitung wird Arad plötzlich weltweit bekannt. Deutsche, japanische und sogar australische Medien stürzen sich auf den damals 2-Jährigen. Er wird zum gefeierten Gast in unzähligen internationalen Talentshows. Doch bei all diesem Erfolg wird die Kritik am Vater immer lauter. Ich will doch wirklich nur das Beste für meinen Sohn. Doch immer mehr Menschen haben negative Kritik geäußert. Sie sagen, ich sei ein schlechter Vater, dass ich mit Arad nur Geld verdienen möchte. Und sie meinten, er würde es sowieso nie zu etwas bringen. Aber genau das hat mir gezeigt, wir sind am richtigen Weg. Müssen nur noch viel härter arbeiten, um es allen zu zeigen. Mit der medialen Aufmerksamkeit gelingt es dem Vater, für seinen Sohn ein Schulvisum für England zu erhalten. Die Familie trifft eine folgenschwere Entscheidung. Weil die Aufenthaltsgenehmigung nur für den Vater und Arad gilt, lassen sie seine Mutter und die Schwester im Iran zurück. Mein Papa hatte ja keine Ahnung davon, wie man kocht oder einen Haushalt führt oder meine Kleidung wäscht.
Am Anfang waren sein Essen und seine Arbeit nicht so besonders gut. Aber jetzt liebe ich's. Die englischen Fußballclubs reißen sich um den Neuankömmling. Schließlich unterzeichnet Arad beim FC Liverpool. Unser Spieler des Tages, Arad, genial! Er wird zur Haupteinnahmequelle für die gesamte Familie, erhält monatlich vierstellige Summen durch Sponsoren und Social-Media-Kooperationen. Ein enormer Druck, der auf den Schultern und in den Füßen des Achtjährigen lastet. Für ihn selbst muss immer alles perfekt sein. Selbst wenn sein Vater sagt Stopp, er will weitermachen. Sein Zimmer ist schon jetzt voll von Pokalen und Medaillen. Das größte Ziel des Achtjährigen ist aber der Ballon d'Or, der Preis für den besten Fußballer der Welt. Messi hat 6 und Ronaldo 5 davon bekommen. Ich glaube, ich liege richtig. Aber ich werde mehr als sie bekommen. Seit dieser Woche sind es bei Messi sogar schon 7 Trophäen. Bis dahin hat Arad also noch einen weiten Weg vor sich. Fest steht jedoch, dass er schon jetzt Fußballfans auf der ganzen Welt begeistert. Ja, und wir begeistern.